Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ja, Donnerstag 19.30 Uhr, nächster Livestream, wisst ihr Bescheid. Wird eine geile Sache, könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, Freunde, gestern ging ja die U-Torte-Eskalation los mit meinem ersten U-Torte, den ich gezogen habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt es noch unbedingt ab. Ich habe einen Bellingham gezogen, 110. Bin ich auch immer zufrieden. Ich spiele ihn ja auch aktuell, Freunde. Und wir machen heute direkt weiter mit der U-Torte-Eskalation, weil ich habe 428 Millionen Coins. Und damit kann man ja so einiges anstellen, würde ich mal sagen, auf dem Markt. Ihr wisst es schon, Freunde, ihr wisst es schon. Wir werden uns heute U-Tortis kaufen und nicht nur ein, sondern zwei von. Ich werde mir direkt zwei U-Tortis kaufen. Absolut wild, absolut geil. Komplette Eskalation, Freunde. Die U-Torti-Eskalation geht weiter. Aber zuerst, Freunde, gehen wir nochmal schnell und gediegen hier rein, weil ich würde gerne nochmal hier einen Umtausch machen, weil es heißt ja jetzt auch noch weiter Road zu U-Torti-Pack Nummer 2. Und zwar das hier Ganze, das 109, das 109 Plus-Pack. Genau, deswegen können wir jetzt hier nochmal ein paar Packs öffnen, einen Umtausch machen und genau, dann halt wieder mal einen kleinen Fortschritt machen. So sagt man das ja. Okay, zweites Mal den Kolo Muani jetzt dazu. Ja, ein gutes Charisma. Nee, Klauswitz. Der gute Klausi. Der gute Klausi. So, komm, Kolo. Okay, Bergquiz. So, ich würde sagen, wir gehen hier nochmal rein. Vier Stück. Sehr gut, haben wir. Und dann haben wir jetzt hier nochmal ein Pack. Genau. Ja, hier ist er. Mal gucken. Walkouts vielleicht. Na, leider nicht. Und wir ziehen. Terrier, 101. Jetzt sind wir bei 37 von 50. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier nächste, also wenn ich hier wieder spielen kann, ich wieder 15 Siege hole, dann ja, wird das hier was. Dann ist der nächste Utor dann auch wieder am Start. Ne? Und mal gucken, wen ich dann ziehen werde. Ganz klare Sache, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal auf den Markt. Wir gehen mal auf den Markt und gucken uns mal die ganze Lage so an. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Wie sieht das Ganze denn hier aus? Ah, okay, hier haben wir schon mal meine ganzen Spiele auf der Beobachtungsliste. Militar hat hier schon gesagt, werde ich mir erstmal nicht holen, weil wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit hoch ist, ihn in dem einen Pack da zu ziehen. In dem, was wir gerade eben uns angeguckt haben, das 109 Plus Pack. Von daher lasse ich das erstmal. Courtois ist nicht auf dem Markt. Ja, gut. Ich hätte ihn halt schon, obwohl mein normaler Courtois auch solide. Also ich will mich jetzt eigentlich nicht beschweren, Freunde. Ich will mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Aber klar, ich habe Videos gesehen von diesem Courtois. Das ist ja nochmal ein Next-Level-Shit, ne? Aber wenn ich ihn jetzt nicht bekomme, weil er halt nicht auf den Markt kommt, ist es jetzt auch kein Beinbruch. Sagen wir es mal so, Freunde. Ja, dann bleiben wir noch zwei übrig, Freunde. Und die zwei werden wir uns heute kaufen. Die zwei Männer hier, Hakimi und Theo Hernandez. Beide Außenverteidiger. Hakimi kommt für Hakimi. Und der gute Theo kommt für Ashley Cole. Ganz genau, so werden wir es machen. Okay, Hakimi kann man verkaufen. Cole geht auch noch raus, ist eigentlich ganz cool. Ja, ich habe mich halt auch jetzt für die beiden entschieden, weil die auch einfach abnormal geile Stats haben. Also hier vor allem der Theo und Hakimi, brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Vor allem, die sind absolut geil. Und ich würde sagen, wir fangen mit Theo an, Freunde. Wir fangen mit Theo an. Und mal gucken, ob wir dadurch die 134 heute auch knacken. Also eigentlich wäre es mal an der Zeit, dass ich jetzt hier mal die 134 knacke. So, Freunde, erstmal hier. Let's go. Theo Hernandez am Stissel. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rüber. Gehen wir direkt rüber zu Ashraf. Ashraf, komm ran, mein Freund. Komm ran, mein Lieber. Da ist er. Ashraf Hakimi, nächster U-Torti. Let's go, Alter. Wirklich absolute Eskalation. Zwei U-Tortis hier jetzt gekauft. Boom, Freunde. So wird's gemacht. Richtig geil. Abfahrt, da ist er. Da ist er und er kommt natürlich rein. Er kommt natürlich rein, ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch. Ich hoffe, was hat der für einen Skillboost? Ich hoffe, der hat einen geilen Skillboost, Theo, weil Cole hat so einen blöden. Das wäre eigentlich auch nochmal big. Jetzt bin ich mal gespannt. Hat der einen geilen? Ja? Ah, er hat. Oder warte mal. Vielleicht ist das nicht. Warte mal. Tempo. Könnte big sein. Ist big. Ist sehr, sehr big. Let's go. Habe ich auf 19. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Alter, wann habe ich denn die 134? Vielleicht jetzt mit Hakimi. Also wenn jetzt die 100... Also 134 muss doch jetzt wenigstens am Start sein. EA, bitte, mach jetzt mal nicht diesen hier. Mach mal jetzt hier nicht diesen, EA. Also komm, jetzt komm schon.
Was? Was muss ich denn noch alles machen, Alter? Was muss ich denn jetzt hier noch alles machen? Meine Güte. Ey, gib mir doch jetzt mal die 134. Alter, die wollen mich auch irgendwie flachsen, ne? Die wollen mich auch irgendwie flachsen. Vielleicht dann mit Militao. Alter, ich will doch hier nur die 134 auch mal haben. Junge, ich dümpel schon die ganze Zeit bei 133 rum. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Und das, ja. Naja, egal. Zwei neue Spieler, zwei neue Utilities. Sind sehr, sehr wild. Sind sehr, sehr wild. Fühle ich auf jeden Fall sehr. Kann natürlich sein, dass die immer noch ein bisschen sinken. Also ich rechne wahrscheinlich damit, dass die wahrscheinlich erst so, ja, vielleicht nach dem Utility sinken. Aber die sind eigentlich jetzt schon auf einem ganz angenehmen Preis, wo man sich die auf jeden Fall holen kann. Genau, und genügend Coins habe ich ja immer noch oben rumliegen. Cole rauf und Ashraf auch rauf. Ja, und dann sind das vielleicht so roundabout 40 Millionen und dann haben wir wieder 300. Da passt doch, Freunde. Das passt doch. Ja, das passt doch. Ne? So machen, so kommen die Coins. So kommen die Coins. Kann ich hier vielleicht noch irgendjemand verscherbeln? Nee, ne? Wird nichts im Kunku. Ist auch zu oft gezogen. Ja, egal. Gut, mal Euse könnte ich auch nochmal dann verkaufen, wenn ich dann den guten Kanton da habe. Kriegt man auch nochmal gute Coins. Und ja gut, Ferdinand ist halt nichts mehr wert. Den gibt es halt auch nicht mehr. Also kein Mensch will den Star Wars aktuell so. Ich denke mal, ich muss vielleicht ein, zwei, vier Points, also ein paar Points ausgeben, aber das ist mir jetzt, ist es so. Auf jeden Fall Kanton da könnte ich dann nochmal auf die nächsten Tage drauf freuen. Den werden wir uns dann abholen. Und dann ist der neue Stürmer auf jeden Fall am Start. Und das ist wild. Also, Freunde, das ist mein aktuelles Team. Sieht schon mal sehr, sehr geil aus hier mit drei U-Totties, Freunde. Drei U-Totties sind jetzt hier im Team. Der vierte wird bald folgen. Na, mal gucken, was da noch so geht, ne? Hier wird auch noch ein Totti reinkommen. Messi und Mbappé werden schon jetzt erstmal bleiben. Bin ich auch mit zufrieden. Sind noch geile Spieler. Guardiol, ja, wird auch erstmal bleiben. Voraussichtlich. Xavi, könnte ich mir vorstellen. Pelé, ja. Ja, passt, Freunde. Passt. Ich würde sagen, könnt ihr mal gerne eure Meinung zu dem Team in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, Freunde, soll es das gewesen sein von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Oh, warte, Freunde, bevor wir hier vorbei... Jawohl, da haben sie sich doch beide verkauft. Guck mal hier, 47 Millionen. Zack, da sind wir bei 310 Millionen. Ist doch cool, ist doch entspannt, Freunde. Damit würde ich jetzt wirklich sagen, lasst es gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Ja, und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen, haut rein und ciao. We'll be right back.